Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3 in der Enhanced Edition. Ich bin inzwischen wieder mit einem Brot versorgt, und so dass mein Magen keine Geräusche mehr macht, und habe Kaffee dabei, freschen, und ich würde sagen, wir können jetzt weiter fortfahren, würde ich sagen, ne? Im letzten Part haben wir Braga zurückerobert von den Assassinen und sind gerade dabei, mal wieder auf unserer obligatorischen Loot-Tour durch dieses kleine Städtchen zu wandern. Allzu viel gibt's hier aber nicht. Also das meiste hatten wir entweder eh schon gelootet oder es ist halt insgesamt nicht allzu viel los. Oder ich find's nicht, aber war ja kein großer Ort. Ne? Deswegen hier sind wir eigentlich, glaube ich, auch schon durch mit unserer Loot-Tour. Viel mehr ist hier nicht. Hier wird schon gechillt. Waffen sind inzwischen nicht mehr gezogen. Ja, da sind wir schon durch. Jetzt müssen wir nur gucken, mit wem ich jetzt schnacken muss. Mit dir. Wir haben gesiegt! Das ist richtig, das ist richtig. Sonst kommt noch was? Nö, ich würde sagen, ich guck mal, ob jetzt noch irgendjemand wichtig ist hier. Maros, nö. Ja, wir haben gesiegt! Das war das Ende. Oh, war da hier. Luca eben noch looten, danke. Ja, dann würde ich sagen, haben wir gesiegt! Und hauen ab. Kommt jetzt noch irgendwas? Nö. Ja, kurzer, knapper, einfacher Quest, würde ich sagen. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. So, nächstes Ziel ist Ben Erei. Wollen wir mal schauen. Ob wir, da können wir eigentlich hinlatschen, ne? Also, ich bin jetzt mal ehrlich, das ist nicht weit. Da brauchen wir den Teleporter nicht für. Vor allen Dingen weiß ich nicht mehr so genau, wie das mit den Nomaden jetzt ging, wo die waren. Oh. Muss ich vielleicht gleich nochmal meine GameStar-Karte nochmal wieder rauskramen. Die sind ja so ein bisschen verbunden mit dem anderen Ort da. Ben Erei, und dann haben wir ja noch diesen anderen Ort und die hängen ja irgendwie so ein bisschen zusammen. Hallo, ein Veron, ne? Oh, die holt ja gar nichts mehr aus. Das sind doch noch die alten Sounds, oder? Von früher, auch aus Gothic 2, diese Varan-Sounds. Kommt mir zumindest so vor. Ich will jetzt nichts. Uppala, beschreien. Oh, warte, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, aber wir kümmern uns drum. Ihr seht, ich laufe auch mit Absicht so ein bisschen rum, weil es schadet ja nicht, auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln, um stärker zu werden. Hallo? Solange das hier so vereinzelte Schakale sind, kann man das ja mal machen, ne? Kann man das ja mal machen. So, weiter geht's, wo waren die denn, wo waren die denn? Also da erinnere ich mich echt so gar nicht mehr dran, wie das mit Ben Salah war, aber auch das finden wir raus. Oh, noch zwei Verone. Und ja, ich bin inzwischen Varan-Experte. Ich weiß, wie das geht. Läuft bei mir. Bombs, Bombs, Mana-Pflanze, okay. Oh, wir haben einen richtigen Lauf heute. Einen richtigen Lauf haben wir, ne? Ach, schön. So, wollen wir die nächste Stadt befreien hier. Komm auf. Da vorne ist auf jeden Fall schon was. Ich glaube, das ist hier auch. Oh, das sind mir zu viele. Da schon wieder zwei. Da muss man schon mal zwischenspeichern. Da weißt du nicht, was passiert. Da weißt du nicht, was passiert. Oh, er bietet sich an. Hallo! Oh, oh je, warum huckelt das jetzt wieder? Immer dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann, ne? Dann meint die Engine mal so, weißt du, ich huckel jetzt mal ein bisschen. Das ist gut. Oh, wenn er das sagt. So, da oben war, glaube ich. Oh, das könnte jetzt echt gefährlich werden. Dieser eine Wolf kann dich fertig machen. Es ist so. Schakal, sorry. Lass uns Schakale hier angehen. Also da oben, das war, glaube ich, die Crawler-Mine. Da waren keine. Da waren noch keine Nomaden oder sowas. I'm not so sure. Wir finden es mal raus. Wir dürfen da oben auch nicht in die Mine rein. Ich glaube, das ist hier so ein zwiegespaltenes Ding. Bin mir nicht mehr sicher. Wir klicken mal rauf. Warte, Log. Jetzt gehen wir auf Ben Erei Kopfgeldjagd. Ben Erei Kopfgeldjagd. Hurit! Wo ist Hurit? Ich glaube, ich mache gleich mal die Map an. Das wird helfen. Bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber irgendwie werden wir das hier schon starten können. Lass uns das ganze Ding auseinandernehmen. Ja. Nicht, dass ich das schon kaputt gemacht habe und das der eine gewesen wäre. Dann müssen wir hier halt so los. Alleine. Das würden wir auch schaffen, denke ich mal, im Notfall. So, warte, ich gehe mal kurz gucken. Ben Erei. Ich muss jetzt mal wieder leider meinen Reiseführer zu Rate fragen, zu Rate ziehen. Besser ist das, bevor wir stundenlang rumsuchen. Braga, Ben Erei. So. Mal sehen. Kaktusblüten, was gibt's denn in Ben Erei? Quallerjagd, Kopf gejagt. Hurit, Oase im Süden. Ein gutes Stück Süden sprechen sich die Oase mit Sugut. Östlich der Oase finden sie bei den Ruinen dann den Räuberboss Hurit, den sie töten. Okay, wir müssen zum Räuberboss Hurit. Ein schmutziges Geschäft.
Eine unerwartete Nachricht. Sklaven für Lago. Locker muss verschwinden. Lass uns mal gucken. Räuberbande im Süden. Räuberbande im Süden. Das ist es ja nicht. Höhle mit Sharkjor. Ich weiß nicht, wie wir diese komische Stadt zurückbekommen. Und dann haben wir noch Lago. Flauschige Träume. Wir gehen mal zur Höhle mit Sharkjo. Das ist einfach den Weg weitergehen. Und dann kommt irgendwann die Höhle mit Sharkjo. Gucken wir mal. Irgendwo werden die ja sein, diese Rebellen. Wo geht's denn hier rein? Was ist das für ein Weg? Achso, hier haben einfach nur ein paar Rebellen drin gehaust. Alles klar. Müssen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Also es gibt auf jeden Fall diese Oase irgendwo da hinten. Da waren aber ja nur normale Banditen. Und wenn wir jetzt hier etwas weitergehen, kommt irgendwann eine Höhle. Da oben ist auch irgendwas. Lass uns mal hochgehen. Hallo, wer bist du? Du solltest jetzt gehen. Okay. Sorry, Leute. Heide Witzka. Na, muss jemand niesen, du. Hilft nix. Wo sind wir denn? Hier dürfen wir überhaupt rein? Oder ist das jetzt dieser Ort, wo ich eigentlich nicht rein darf, weil der Typ das verboten hat? Und ich habe mich jetzt hier einfach reingeschlichen. Das kann natürlich sein. Oh, ein bisschen Gold alle abenden. Lal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 
Okay, befreie Lago. Machen wir jetzt. Vielleicht geht er mit uns danach, dann auch nach Ben Erai, um diesen Ort auch noch zu befreien. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tü-tü. Ich spieß dich rauf. So, warte, wir machen einfach hier weiter. Der Ort ist zum Glück nicht so groß. Oh-oh. Ihr habt den aber nicht schon umgehauen, oder? Ne, er ist noch fleißig dabei. Ich hab's immer noch drauf. Ja, du machst jetzt nicht allzu viel, muss ich sagen. Mich? Ich hoffe nicht mich, ne? Ich hab nichts gemacht, ne? Ist klar. Befreie Lago. Oh, er hat seine Drogenpakete noch dabei. Schade, dass er das nicht geschafft hat, weil er hat ja eigentlich nichts Böses gemacht. Er hat doch nur seinen Stoff angebaut. Den hätte ich das gerne überleben lassen, muss ich sagen. Naja, steckst halt nicht drin, ne? So, Lago gehört auch uns, bevor wir mit ihm schnacken, erstmal looten und dann vielleicht gleich mal rausfinden, wer denn jetzt in diesem Gefängnis da gefangen ist. Wer in diesem Gefängnis da gefangen ist. Oh, auch wieder geil, ne? So, machen wir da auf das Ding hier. Was ist da los? Okay, ein paar Zauber. Also ich glaube, zaubermäßig sind wir auf jeden Fall fürs Endgame dann später, wenn es in Richtung Endboss geht. Ich glaube, wir sind inzwischen da gut ausgerüstet. Aber so viel Zauber und meistens braucht man sie nicht. Ich habe ja schon mal jetzt ein bisschen angefangen, sie zu verwenden. Aber ich habe in Gothic noch nie so wirklich gezaubert. Dabei, man muss es einfach sagen, also allein also in Gothic 3 ist es halt mega überpowered, das Zaubern. Das weiß ich schon vom Kollege, der seinerzeit und das damals zusammen angefangen, als es rauskam. Er hat Magier gemacht und er meinte, Tobi, ich laufe ja einfach nur noch, durch die Gegend und Feuer regnet vom Himmel. Alle sterben. Ja, alles klar. Möhren. Ja, jetzt sammle ich noch die einzelnen Möhren ein, ne? Und Bananen. Und noch mehr Bananen. Also diese Äpfel sehen jetzt nicht unbedingt lecker aus, wenn ich jetzt ehrlich... Also, ja, ich habe schon schönere Äpfel gesehen, ne? Gut, hier haben wir alles soweit. Hier noch irgendwas drin? Felle. Aber da haben die nur drauf geschlummert. Mehr passiert hier nicht. Haben jetzt auch den Dicken mit seinen Träumen umgebracht. Ist irgendwie alles so traurig, aber es hilft von nix, ne? Hier noch was? Ja, ein Kistchen noch. Alles mitnehmen. Und ich denke, er oben wird den Schlüssel gehabt haben. In seiner Truhe wahrscheinlich. Nö. Was ist das? Tierzähmen, ja. Irgendwann, du. Jetzt nehmen wir erstmal seinen Wein noch mit, weil den wird er auch nicht mehr brauchen. Birnen. So, was haben wir hier noch? Ha, Brot. Haben wir dann noch nicht genug von, deswegen nehmen wir ruhig mit. So, okay. Man will halt, wie gesagt, nichts verkommen lassen. Wenn man dann schon mal so einen Ort ausräumt, oh, dann müssen wir auch brav looten, sonst gibt das ja nur Beef. So, ja, dann können wir jetzt hier mal rein. Ah. Warum wächst du? Watras ist wahr. Adanos hat seinen Diener nicht vergessen. Mm-mm. Er schickt mir einen unerschrockenen Befreier. Schon gut. Du hast dich mit dem ganzen Dorf angelegt, was? Dann können wir reden. Ja, warum haben sie dich eingesperrt? Warum haben sie dich eingesperrt? Sie glaubten, als geistiger Führer der Nomaden würde ich ihnen Geheimnisse verraten. Sie wollten so viel wissen. Über die Standorte der einzelnen Sippen, über Artefakte und über die Magie. Diese Narren. Ich hatte gerade erst meinen Fuß auf das Festland gesetzt, als sie mich schnappten. Was weißt du über die Artefakte? Was weißt du über die Artefakte? Jetzt fängst du auch noch damit an. Alles, was ich weiß, ist, dass die anderen Wassermagier unterwegs sind, um sie zu finden. Und wie ich sie kenne, werden sie versuchen, die Geheimnisse des alten Volkes zu studieren. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Du bist auf der Suche nach der alten Magie? Gut. Ich werde dir beibringen, was ich weiß. Sehr schön, ich will jetzt aber eigentlich nichts wissen. Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Was weißt du über die Standorte der Nomaden?
Ich weiß nur, dass die Sippen ihre Wanderungen beendet haben. Sie haben sich bei den Sklavenburgen versammelt und kämpfen gegen die Besatzung. Kämpfe du mit ihnen und befreie unser Volk. Sind wir dabei, ne? Befreie die Wüste von der Herrschaft der Assassinen. Was hast du jetzt vor? Ich bin alt geworden. Früher hätte mich niemand gefangen genommen. Doch bevor ich sterbe, will ich noch einmal zu meiner alten Sippe gehen. Welche Sippe ist das? Ihr Anführer ist Hurit. Soll ich dich zu ihm bringen? Ja, wenn du weißt, wo er steckt, bring mich zu ihm. Ja, geht so, ne? Gehen wir zu Hurit. Haben wir noch was anderes? Nee. Gehen wir zu Hurit. Etwas Bewegung wird meinen Beinen gut tun. Ich werde dir folgen. Jo, dann mal los. Bring Vadras sicher zu Hurit. Komm mal mit, Vadras. Oh, du bist nicht der Schnellste, ne? Warte, wir speichern erstmal zwischen. Jetzt lass uns aber erst gucken, wo Hurit ist. Ich muss eben kurz schauen, bevor wir da jetzt irgendwas falsch machen. Hurit, wo warst du? Wo ist Hurit? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr so genau. Räuberhöhle im Süden. Ruinen. Höhle mit Sharkjor. Hurit, ey, wo war er denn? Wir haben den doch schon gefunden. Ich muss eben noch mal kurz gucken, Leute. Hilft nix. Räuberhöhle. Braga, da ging's los. Kopfgeldjagd Hurit. Zielort Oase im Süden. Ruinen 6. Oase im Süden. Okay. Ich weiß, wo es ist. Wir schaffen das. Das ist die Oase. Ah, ich weiß. Die waren mitten in der Wüste. Und die wollen, glaube ich, auch Ben Erai angreifen. Perfekt. Ja, wo bist du? Komm mit, wir gehen los. Vadras, so, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. So, dann mal los, komm. Folge mir. Auch hier. Sharkjor, Lago ist frei. Lago ist frei. Und so ist es gut. Du kämpfst und du hast Mut. Du kannst stolz auf deine Taten sein. Ja, das sowieso, ne? So, ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Du begehrst ihn? Dann verdiene ihn dir. Habe ich das nicht schon getan? Nein. Lago zu befreien war mutig. Aber deshalb werde ich meinen Stein nicht geben. Also, was verlangst du für den Stein des Löwen? Ich bin ein Nomade und ich kämpfe für mein Volk. Dieser Kampf ist wichtig. Ich will, dass du das verstehst. Klar verstehe ich das. Dann sprich zu meinen Brüdern. Such die Sippen auf, die gegen die Sklaverei kämpfen, und sprich mit ihren Anführern. Dann bist du würdig, den Stein zu tragen. Okay. Ich habe zu deinen Brüdern gesprochen. Welche Sippen soll ich aufsuchen? Erstmal fragen. Sprich mit Asaru. Er führt seine Sippe bei Braga. Suche Kayu auf. Er kämpft bei Murasul. Vutras findest du bei den Ruinen von Al-Shadim. Hurit und seine Sippe wirst du südlich von hier finden. Halte nach einer Oase Ausschau. Und Sinika ist in den Osten gezogen. Suche ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakaresh. Es soll reichen, wenn du mit diesen Brüdern sprichst. Okay, ich habe zu deinen Brüdern gesprochen. Ich spüre, dass du wahr sprichst. Der Stein des Löwen. Seit vielen Jahren trage ich ihn. Du hast dich als würdig erwiesen, ihn zu tragen. Nutze seine Magie für deinen Kampf. Nutze seine Magie, um unsere Brüder zu befreien und die Assassinen aus ihren Sklavenburgen zu vertreiben. Das machen wir. Was hast du jetzt vor? Es ist Zeit, den Atem Adanos zu teilen. Wir rauchen die Pfeife. Doch der Kampf geht weiter. Wenn du den Löwen rufst, wird er mit dir kämpfen.
Okay, wir könnten ihn jetzt mitnehmen, ey. Voll gut, aber wir haben erstmal Watras dabei, deswegen einer nach dem anderen. So, ihr habt den Haaren kriegen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle dann eben kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.